Guten Abend. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Doorways. Doorways. Ich kann's mir nicht merken, ey. Ich kann's mir nicht merken. Wir müssen einige Sachen finden, eventuell. Eventuell. Hier muss aber irgendwas geschehen. Kann ich das ein bisschen noch so zu mir? Ja, ja. Ist alles drin. Ed ist alles drin. Wir müssen irgendwie die Statuen aktivieren. So, aber er hat nichts. Er hat irgendwas in der Hand, oder? Also, er hält die Hand ja so. Man sieht sie ja von hier unten nicht. Okay, das kann natürlich sein. Von daher... Ja, wie kommst du aber nicht da hoch? Nee, irgendwie nicht. Wir haben jetzt den ersten Boss getötet. So, geh mal dahin zurück, bitte. Geh mal am Anfang zurück, wo du diese... Wo wir die Schlüssel gebraucht haben. Mhm. Wir haben jetzt da zwei diese Fragmente. Ja, ja. Vielleicht können wir Reicht's da... Reicht schon? Na, was heißt reicht schon? Nee, so. nicht dahin, ne? Nee, hier kann ich ja auch. Wir haben noch einen Schlüssel. Wir können jetzt alles aufmachen. Ja, oder? Glaube ich auch. Was sind das? Sicherungen oder was? Kannst du noch erinnern? Ja, wahrscheinlich. Kannst du nicht mal aufnehmen, ne? Na, die habe ich doch aufgenommen. Na, da hängen auch noch eine drin, ne? Nee, nee, das ist sowas anderes. Das ist, glaube ich, irgendwie nur die Sicht, dass da was reingehört. Ach so. Oh Gott, ich bin so voll. Wir haben gerade gegessen. Ich komme gar nicht klar mit der Welt. Wir haben tolle Sachen gegessen. Kartoffeln mit... Bohnen. Grünen Bohnen, brauner Soße und... Hähnchen-Nuggets für dich? Nee, das sind Hähnchen... Hähnchen-Schnitten. Ja, meine ich doch. Schenkel, ja. Schnitten. Da sind wir hergekommen. Okay. Hier oben war... Glaub... War noch eins, oder? Ach so, nee. Ach, nee, hier nicht, zurück. Nee. Ja, hier war nichts mehr. Nee. Aber bei den anderen Typen, genau. Dann haben wir drei Teile. Ja. Dann müssen wir eventuell wieder hoch. Ja. Weil dann haben wir... Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass wir den Fahrstuhl ausgeschaltet haben, weil ich so das Gefühl habe, dass hier noch was passiert. Ach so, vielleicht müssen wir die einfach nur auswechseln oder so. Ja. Macht das alle. Ach so. Die ist voll. Okay, und hier passiert nichts mehr? Sieht so aus. Ich gehe einfach zum Fahrstuhl zurück. Okay, ich hätte eher gedacht, die Figuren wären eventuell noch lebendig oder so. Dass du noch ein bisschen Stress hast oder so. Ja. Oh, diese Geräusche, ey. Ja, schön. Schön wäre sehr schön. Sally, mach das Licht aus. So, ja, deswegen glüht das nämlich noch, dass da was reingehört. Oh. Und jetzt kannst du das Ding wieder... Höher? Ja. Boah, Alter. Und die Tür ist noch offen. Ja, ja. Ach, da geht's auch raus. Oh. Also je nachdem. Okay. Ja. Nochmal drehen? Kannst du nicht. Ah. Okay. Vielleicht unter dir mal raus, das war... Dass der nicht von alleine wegfährt. Jetzt ist hier was passiert. Ah. Der Fahrstuhl ist weg. Dann gehen wir dahin, wo wir... Ah. Was war das? Na, hier ist schon wieder so ein Ding hier. Den muss ich schon wieder wahrscheinlich irgendwie schieben. Ey, hast du das hier geschoben? Hab ich geschoben, ja. Ach so. Das ist das, um den Fahrstuhl freizulegen. Ja, ja. Und wir müssen jetzt dahin, würde ich mal meinen, wo die Schlüssel halt reingehören, ne? Aber ich weiß gerade auch nicht, wo das ist. Das geht noch nicht. Das geht wahrscheinlich erst. Geh mal links jetzt lang oder so. Ich glaube nämlich, da war das mit dem Schlüssel. Ja, irgendwie. Da. Nicht? Nee. Hier konnten wir erstmal nicht rüber. Weil da kommt man da nicht hoch. Nee. Nee, hier ging es nicht. Ja, hier ging es nicht weiter. Stimmt. Ja. Also okay. Nach also dann doch erstmal nach links, ja. Buh. Ja. Also, ich nehme es mal an, dass das jetzt mit den Schlüssen da zu tun hat. So, beim einen Ding ging es nicht lang. Warum gehst du zurück? Nein. Geh zurück? Ja. Ach so, oh. So, da geht's lang. Da geht's lang. Und da geht's nicht lang. Hä? Da ist ein Loch im Boden. Und da geht's, glaube ich, auch nicht lang, sondern da lang. Und hier ist das, glaube ich. Links. Genau. Ah. So, da kann man es reinlegen.
Und das könnte eventuell passen. Scheiße. Oh, fuck. Pack mal das, nehmen wir das andere. Das passt oben vielleicht rein, ja? Drehst du dich um? Nee. Ah, jetzt ist es da oben. Ein Teil da. Okay, guck mal, ob das andere reingeht jetzt. Nein. Ja, ich würde nur... Achso. Okay, nee. Gucken. Wir haben aber doch... Ah, wir brauchen okay. Also drei Teile. Ja. Okay. Da muss es auf jeden Fall noch irgendwie einen Schrank hier geben. Hier gab es doch noch einen Schrank, oder? Na, hier gab es auf jeden Fall noch den Weg gerade nach oben. Wo haben wir gerade gesagt? Da ging es nicht weiter. Gehen wir nochmal da lang? Da sind wir hergekommen, glaube ich. Okay, da ging es nicht weiter. Na, warte links mal. War die Tür jetzt, dann? Ja, warte mal. Also, da ging es nicht weiter, weil da tief im Boden ein Loch ist. So, wir kamen vor... Von da? Ja. Und ja, ne? Da war... Achso, gehen wir nach... Ja, jetzt nach rechts. Da ist eine Treppe. Ja. Okay. Es ist... Krass. Hier war eine Treppe, ja. Waren wir hier? Ach so, ja. Stimmt. Ah. Aber das reicht noch nicht, oder? Doch. Doch, natürlich reicht es. Dann gehen wir... Okay. Dann ist da vielleicht das andere Teil. Und was passiert dann? Tja. Dann werden die Figuren alle lebendig. Alle. Und da ist wieder ein Zettel oder sowas. Nein, das letzte Teil. Okay. Seht ihr jetzt irgendwas? Noch nicht. Da ist was? Okay, ein Zettel. The sculptures in this place represent real people. Acquaintances of the sculptor, perhaps. What catches my attention is how his mind has warped their proportions and musculature in the interest of achieving the aesthetic ideal that he considers perfection. I understand that he wanted to imprint his style in his work, but that's not the case here. He feels like he could change the work of nature, improving it in every aspect. Hast du eine Uhr? Nee. Okay. Da liegt mein Handy. Deins auch, okay. Meins auch, ja. Also, die Skulpturen in diesem Platz repräsentieren echte Menschen. Weiß nicht, was das Achse heißt. Ich kann es auch nicht mal richtig lesen. Ach, keine Ahnung. Okay. Was meine Aufmerksamkeit erregt, ist, wie... Wie die Proportion. Wie sein... Meint, was war es nochmal? Gedanken, ne? Gedanken oder sowas, ja. Seine Gedanken... Es haben ja umfasst egal die Proportion und die Muskulatur im Interesse vom Erreichen das ästhetische Ideal, was er als Perfektion sieht. Ist Achieve nicht Erfolg? Erfolgreich oder sowas? Na, erreichen, Achieve. Also Achievement heißt Erfolg. Aber es heißt doch bestimmt, die sowas erreicht haben, kann es ja auch heißen. Ja, okay, ja. Ich verstehe, dass er... Wenn man es möchte. Seinen Stil in seinen Arbeiten, ja, widerspiegeln möchte, bla. Aber das ist nicht der Fall hier, das ist hier nicht der Fall. Er fühlt, wie fühlt's? Like he could change the work of nature. Ja, er denkt, er könnte halt das Werk der Natur ändern und sie in jedem Aspekt verbessern. Ja. Oh, ey. Okay. Was dreht sich das hier um die Skulptur? Ich verstehe die Geschichte dahin so nicht so ganz. Tja. Ja, verstehe ich noch nicht so ganz. Da geht's auch noch lang? Ah, okay. Da geht's nicht mehr lang. Das ist der andere. Ja. Also, du bist quasi die... Das Loch bist umgangen. Ja. Da geht's. Ist da runter? Ja. Okay. Na, dann machen wir das letzte Puzzleteil hier in das Ding und so. Und dann wird alles lebendig. Alles. Ach so. Einfach nur runter. Musste, ne? Also, geht ja nicht anders. Okay. So, jetzt sind wir hier wieder. Okay. Lebensenergie hat er nicht. Ja. Na, er kann überall runterhuppen. So, und ich glaube, der Typ hinter dir. Der wird lebendig. Dann zum Leben? Ja. Denke ich auch. Der wird dann wach. Ja. Und dann ist hier Ramadan. Und dann ist Rambazamba, du. Nee, das ist Ramadan. Für dich. Ramadan. Ramadan. Okay, rechts geht auch hoch übrigens. Achso, da... Ja, vergiss es.
Okay, das letzte Teil. Und nun? Okay, Party hart, Mann. Und dann jetzt hier hoch, ja.